Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es super. Das Wetter ist so schön in Berlin. Sonntag, 13.30 Grad gerade. In zwei Stunden fängt es an. Und zwar DFB-Pokal, erste Runde. TuS Maccabi Oberligamannschaft gegen VfL Wolfsburg. Wird auf jeden Fall, ich wollte sagen, spannend. Aber wer weiß, vielleicht sind wir eine kleine Überraschung. Wir müssen natürlich unser ägyptisches Starspieler abholen. Viele fragen mich, was für ein Auto ich hier fahre. Und zwar Renault Austral. Ja, seit Februar, glaube ich. Hab den geleast jetzt. Also ich muss ehrlich sein, die Tickets waren echt teuer. Ne? Klar, okay, DFB-Pokal. TuS Maccabi möchte auch Geld, keine Frage. Also meine Tickets kosten 30 €, sind Stehplätze. Da gab es noch ein Ticket und zwar für 50 €. Ich dachte kurz die Champions League Finale, aber jeder muss Geld verdienen, verstehe ich. Aber ein bisschen günstiger würde schon gehen, ehrlich gesagt. Wir wollten uns 14 Uhr treffen, wieder zu spät. Weißt du, es gibt Komplikationen, mit denen manche Menschen rechnen müssen. Ich stehe auf anderer Seite seit 5 Minuten, ich wusste nicht mal, dass du hier bist. TuS Maccabi gegen VfL Wolfsburg. TuS Maccabi gegen Wolfsburg, David gegen Goliath. Ich glaube 7-0. Maccabi? Ja, 100%. Serkan Tökös macht 7 Tore. Zauber. Und an die TuS Maccabi-Spieler, vielleicht auch VfL Wolfsburg-Spieler. Ja. Kommentiert ruhig, schreibt mir auf Instagram. Ich will gerne auch mit euch Interviews machen. So, wir haben jetzt Pizza bestellt. Alano Pizza, wir sind immer hier. Er will mir jetzt das Tor von Olmo zeigen, von gestern. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ach du Scheiße. Na, mach mal. Oh, ciao. Eine coole Nachricht habe ich für dich, Omar. Er hat dort gestern gewonnen. Was sagst du, Dings? Die Christen sind jetzt weg. Ja, beste Entscheidung. 6 Millionen, also wer 6 Millionen für den gezahlt hat, ist wirklich. So, da haben wir unser Eis-Delikten. Geil. Das Ganze hier 12 Euro. Zwei Getränke, Mini-Pizza, 2 Stück. Geschmackstest. Geil. Ich war gestern bei Domino's Pizza. Ich habe 2 Pizzen bestellt, also 2 Medium. Oder ich habe insgesamt 10,50 Euro oder so bezahlt. Gut, Domino's ist halt Domino's, oder? Also, beste Pizza, Pizza Napoli, Bismarckstraße, Wilmersdorfer Straße da. Da kostet eine Pizza, eine ganze Pizza, eine 30 cm Pizza, Tonne und Salami 4,90 Euro. Omar kennt sich gut aus mit 30 cm und so. Also wegen Länge und so, wegen seiner Arbeit. Wir müssen noch ein bisschen laufen, dann sind wir endlich im Stadion. Ey, ich habe auch schon ganz am Anfang gesagt, das Wetter ist einfach sehr gut. Wir kennen das nicht in Berlin. Es regnet nur. Eigentlich müsste es gleich regnen. So wie Berlin, ich kann gut möglich sein. Boah, ich freue mich. Und heute Abend spielt Fenerbahce. Boah, Tennis, Digga. Ich hab nie Bock, jetzt Tennis zu spielen. Nenn mir 3 Tennisspieler. Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, dann haben wir noch Djokovic, natürlich Nadal. Wir sehen uns gleich und im Stadion. Warte, Alex Zverev für die Deutschen und okay, uns. So, da ist der Baku, der sich gerade hinsetzt. Die VfL-Fans sind da. Ja, interessant halt, ne? Ergebnis? 6-2. Ich sag 6-1. Die VfL-Fans sind hier am Start. So, da kommt die Spieler raus hier. Geil. Das war mein Freund hier. So, steckt an, let's go. Das ist schon viele Fans hier am Start, ne? Jetzt? Oh, langer Ball. Oi, oi, oi. Oh. Komplett frei. Oi, oi, oi. 7. Minute. Entfall. Boah, komplett free. Oi, oi, oi. Oh! Ja! Abseits, ne? 1-0 für Wolfsburg. Eigentlich hat Maccabi nicht schlecht angefangen. Ja, aber schwer gegen Bundesligist. Es gibt halt Mannschaften wie Wolfsburg, brauchen nur eine Chance, um auch ein Tor zu machen. Das war dann halt auch gerade der Fall. Oh, Riesenfehler. Boah, ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Torwart, Riesenfehler. Der Keeper hatte den Ball. Er wollte ihn auszuwählen, aber hat nicht geklappt. Einfach mal direkt mal hier versuchen. Aha. Okay. Guter Versuch, Keeper. Ziemlich laut hier. Kein Vorspiel. Oh, das wird sehr gefährlich. Uiuiui. Abseits. Abseits. Jetzt mal Kabi. Aha. 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 Oh. Aha. Oh. Oh, schade, schade. Aha. Und? Ah?
Schade. Ich habe sogar gesagt, Serkan Tokyo ist mit der Flanke. Und da macht der El Mugi Tor, aber er hat nicht. Also der 22, der gefällt mir. Der spielt heute gut. Abschluss? Ja. Oh, zweifach. Gut gehalten hier. Gut gehalten. 38 Spielminute. Zwei Schüsse, zwei Schüsse. Ja. Zwei Tore, ein Absetztor. Das war's. Das war's. Nichts. Wir werden noch ein paar Tore sehen. Ja, ja, nichts. Nee, oi, oi, oi. Ah, gut verteidigt hier. Was passiert hier? Stark gespielt. Und oh! Soll ich mal direkt hier rein? Was sagen Sie dazu? Ich dachte, erste Halbzeit wird hier 3-4-0, aber 3 Schüsse, 2 Tore. Ein Abseits-Tor von Makavi hat leider nicht gezählt. Wolfsburg ist machen, wer ist Stimmung? Ja, genau. So, die zweite Hälfte fängt an. 2-0 für Wolfsburg. Olle, olle. Ja, die zweite Halbzeit irgendwie ein bisschen ruhiger hier, ne? Und jetzt Abschluss. Bam. Oh. Hey. 3-0 hier. Wolfsburg. Champions League Finale. Plus Makabi gegen VfL Wolfsburg. Und? Oh. Ja. 4-0. VfL Wolfsburg. Ich denke, es wird schon 6 Dinger. Die erste Hälfte war echt langweilig. Zweite Hälfte hat gut angefangen. Nummer 11. Serkan geht hier runter. Den kennen wir auch hier persönlich. Und, macht ihn gehalten. Ui. Wir haben sogar Tor, Bruder, ne? Noch 15 Minuten, 4-0 für Wolfsburg. Später gibt es noch ein Interview mit der Nummer 11 von Makavi, mit Serkan, mit meinem Bre. 5-0. 4.700 Zuschauer. Ehrlich gesagt, schon stark. Und 6-0 leer. Ich glaube, das war's, mein Freund. Wir haben 6 getippt. Die letzten Minuten. Da feiern die Wolfsburg-Fans. So, wir kommen eine Runde weiter. Aber das war's. 6-0 gewinnt Wolfsburg gegen Makavi. Makavi war ehrlich nicht schlecht, wir dürfen nicht vergessen. Bundesliga und Amateurfußball, ja. Also schon ein sehr großer Unterschied, deswegen. Wir werden mal mit Nummer 11 da ein bisschen sprechen, wie es war, gegen einen Profispieler zu spielen, bzw. mit Profimannschaft zu spielen. So, wir haben jetzt einen Spieler von Makavi am Start, und zwar Serkan. Scheiß auf, Seko. Also erstmal Dankeschön, Bruder, dass du die Zeit genommen hast. Bruder, wie fühlst du dich? Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Feeling, weil du hast halt nicht diese ganzen Fans auf einmal. Da waren Zuschauer da und hat bei einigen Spielern gemerkt, ist ein bisschen Nervosität da gewesen. Der ein oder andere Ball war nicht da. Aber ansonsten war super Feeling, hat Spaß gemacht. Super sympathische Jungs, die Wolfsburger. Waren auch ein, zwei unsympathische dabei, muss man ja, auch sagen. Wie war es im Spielfeld so? Harmonisch, also mein Spieler war Janik Gerhard zum Beispiel. Sehr sympathischer Junge. Hab ihn auch bei Kickbase. Schön wichtig. Deswegen hoffe, du spielst Stamm, Bruder. Ansonsten ja. Super Stimmung. Also ja. Man merkt aber auch wirklich den Unterschied, muss man auch gestehen. Also dumm und dämlich gelaufen. Ja. So ist es. Dumm und dämlich. Und deine persönlichen Ziele dieses Jahr? Weiterentwickeln, viele Tore schießen, viele Tore vorbereiten auch tatsächlich. Ich habe letztes Jahr sind wir Dritter geworden in der Oberliga. Ja. Scorer-Punkte weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, aber auf jeden Fall immer besser als letztes Jahr. Okay. So, und auch mannschaftstechnisch haben wir auch ein bisschen was verändert. Heißt also wirklich schnell eine Struktur finden. Schnell harmonieren und am besten so schnell wie möglich die Siege einfahren, gerade in den ersten 3, 4, 5, 6 Spielen, dass man da einfach in den Rhythmus reinkommt. Okay, also ihr wollt sozusagen aufsteigen, wenn ihr letztes Jahr... Wir wollen oben auf jeden Fall mitspielen. So, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, müssen wir natürlich schauen. Aber wir wollen auf jeden Fall Gas geben. Bei uns steht immer Spaß im Vordergrund, muss man gestehen. Wenn du Spaß hast, gewinnst du. Wenn du gewinnst, hast Spaß. Und ganz zum Schluss Trikottausch? Hast du mein Trikot habe ich leider nicht gegeben, weil wir haben auch nicht Trikots mit Namen. Ist auch bei uns selten, muss man gestehen. Aber dadurch, dass Yannick Gerhard mein Gegenspieler war, habe ich Yannick gefragt, nochmal so mitten im Spiel, ob er mir sein Trikot geben kann, darf. Darf er und hat er gemacht. Korrekt. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es hat Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Kann sein. Hablando rico, hablando caro.